So, und unsere Arena steht 4 zu 2. Ich bin momentan nicht so glücklich, wie es lief. Aber wir sehen uns gleich jetzt im Spiel in Hearthstone. Bis gleich. Jaina gegen Malfurion. Und damit haben wir wieder den Druiden. Muss dran denken, an dieses dumme Removal, was der hat. Oh, und überleg gerade. Silencer weg und den weg erstmal. Das ist gut für den Anfang. Wir sind als erstes dran. Und mal gucken, was wir als erstes ziehen als Karte. Oh, Mann, eine Karten ziehen. Gut, das kostet dann wenigstens zwei weniger. Ich bin fertig. Kann nichts machen. Ich bin wieder dran. Hey. Wir spielen meinetwegen die Kreatur. Das war's. Eines Tages will ich der König der Piraten. Falsches Genre. Okay, er spielt was. Er hat was in der Hand. Oh. Oh. Ich Oh. muss das Land bewachen. Ja, war nicht schlecht, Herr Specht. Und ich glaube, ich werde mich gleich mal um den kümmern. Das war's. Ich habe nicht genug Mana. Ja. Ich habe vergessen, dass es zwei Mana kostet. Aber wenigstens ist er eingefroren. Nächste Runde kann ich ihn wegpingen. Ja, klar, Jedi. Sowas von klar. Spielen den und sind fertig. Wir könnten nächste Runde auch den. Die ist natürlich eklig. Okay. Geht lieber auf Nummer sicher. Und greift mich dann direkt an. Ah, Stompy. Und Mana Worm. Bloß zu wenig Sachen, die mich verstärken. Der würde so einen Angriff von dem schon überleben. Jetzt will ich den Ich Removal frage haben. mich, ob ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Das könnte interessant werden. Damit. Bin damit überhaupt nicht zufrieden. Okay. So. Der macht, friert einen ein oder wenn er eingefroren ist, macht er zwei Schaden. Kurz überlegen, den Ping. Wenn ihr meint. Jetzt haben wir die Möglichkeit, einen Gegner einzufrieren. Ich bin auch ein Idiot. Ich könnte ihn das zum Schweigen bringen. Wir frieren ein. Und ziehen zwei Karten. Das war's. Und sind erstmal fertig. Und dann haben wir ein Removal für den. Wenn ich hoffe, dass er niemanden mit. Lass diesem Herzen sprechen. Lass diesem Herzen Noch einer von denen. Sprechen. Echt mal. Okay, ich hoffe aufs Beste. Dann bringen wir erstmal ihn zu schweigen. Und sind fertig. Mann. Ich denke mal, er wird die Eule angreifen mit seinem Skelett. Weil. Naja. Ärgert mich.
Genau, er bekommt eine Karte dazu. Und auch wenn wir den Ping, bekommt er nochmal eine Karte dazu. Heißt Ping hier mit einem Feuerball draufschmeißen. Wie gesagt, ich finde mich besonders nicht jetzt gerade im Spiel. Gerade dass die Frames haben ein bisschen eingehackt. Für den Kreuzzug. Oh Gott, das Schild. Hängt das schon wieder an? So ein Schwachsinn. Zeit wartet auf niemanden. Wenn du jetzt angreifen willst, musst du jetzt angreifen. Ach, hier hol ich ihn zurück. Jetzt überlege ich gerade, wen ich anpinge. Den und die Panda vielleicht am besten. Dann habe ich noch ein bisschen Mana übrig. Ich bin begeistert. Überhaupt nicht. Wasserelementar ist zwar ziemlich gut, aber das ist jetzt der Situation ein bisschen... Ich brauche meine Spotter, meine starken Kreaturen. Wo sind die denn alle, wenn sie mal braucht? Das ist klar. Ich mir auch gedacht, das ist logisch. Karte greift mich direkt an. Ja, der ist natürlich gut dafür. Dreimal. Wir haben genau 9. Heißt. Gebt mir eine Quest. Und fertig. Er hat natürlich zu sehr viele Handkarten, was ein bisschen nervig ist. Und tschüss. Du hast fehlgeschlagen. Dammit. Was? Krass. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich zähle erstmal 2 Karten. Spott und Gottesschild. Und sind erstmal fertig. Bin ja gespannt, ob er den Gottesschild triggern möchte. Also, dass er sich selber genau die Fähigkeit gibt, damit er den Gottesschild angreift. Er hat auch noch so viele Karten. Wir sind zwar von den Lebenspunkten nicht so weit auseinander, aber Board Control würde ich noch bezeichnen, vor allem diese Kartenvielfalt. Ich bin nicht zufrieden. Ich weiß auch, was er noch für eine Karte hat und ich spiele anscheinend jetzt so wieder. Genau. Könnte auch selber schlagen. Einfach Damage zu verursachen.
Okay. Jetzt ist natürlich... Wie machen wir das? Die Gerechtigkeit wird siegen. Dann würde ich sagen... So, und... Mögen meine Vorfahren über mich wachen. Tretet bei. Und immer wenn ich jetzt eine Karte... Wenn ich ein Stück bekomme, ich die Karte. Okay, er will wahrscheinlich ein Removal einsetzen. Hätte alle auf... Ah, okay. Den Ritter. Dann natürlich mein Windzone weg. Wird natürlich noch stärker. Oh, ich bin unzufrieden. Vor allem, er macht jetzt 8 Schaden mit diesem Klemmwurm. Scheiß Removal. Ich muss mal gucken, wer am meisten Removal hat, Mass Removal hat, und den werde ich mal nehmen. Für den nächsten Run. Okay, ist... Klar, was passiert. Ja. Gut. Okay, ich sag vielleicht. Na, ja, wo ist der Windzone? Dammit. Ich habe einige Fehler gemacht, was mich gestört hat. Ah, naja. Das passiert. Und dann werden wir mal gucken. 4 zu 3 haben wir leider nur. Was bekommen wir? Sesam, öffne dich. Einmal, 20 Gold. Booster, 55 Gold, 75 Gold insgesamt. Und nochmal ein Booster. Wir haben 7 in 3 Boostern. Ist es soweit? Muss mal gucken, wie sieht es meine Quest aus. In 3 Boostern ist es soweit. Dann können wir die Krallen von dem... Ist natürlich auch super. Auch wenn es nur 1 Schaden macht. Weil die werden alle getriggert. Oder gepinkt. Da bekommen wir auch mal Gold. Ja, was wollte ich sagen? Genau, 3 Packungen noch und dann werden wir mal Booster-Packung offenen Spezial machen. Bevor wir mal die ganzen Booster öffnen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.